Von mir auch nochmal hallo und willkommen. Mein Name ist Marc Hoschek. Ich bin von der Physischen Geografie an der Uni Freiburg. Aus dem frühlingshaften Südwesten der Republik. Wobei, ich möchte nicht sagen, Berlin hat ja gestern auch ein bisschen nachgeholt, wettermäßig. In meinem Vortrag geht es um unsere Entwicklung einer webbasierten, kollaborativen Forschungsumgebung zur Verwaltung räumlicher Daten auf Basis freier Software. Ja, um was geht es bei dieser kollaborativen Forschungsumgebung? Eine gängige Situation bei Forschungsprojekten bei uns am Institut ist, dass mehrere Personen, beispielsweise eine Gruppe von Studenten oder auch eine Gruppe von Doktoranden, ins Feld ziehen und ganz unterschiedliche Daten erheben, Kartierungen machen, Befragungen durchführen und so weiter. Und am Ende sollen eben all diese gemeinschaftlich erhobenen Daten wieder zusammengeführt werden, um diese dann auswerten zu können. Ja, und die Daten werden dann oft unterschiedlich digitalisiert. Es kommt verschiedene Software zum Einsatz. Es gibt verschiedene Dateiformate. Daten werden auf verschiedenen Datenträger abgespeichert. Ab und zu gibt es vielleicht auch mal eine kleine Datenpanne und die Daten gehen wieder verloren. Eine einheitliche und konsistente Struktur der Daten ist vielleicht auch nicht immer gegeben. Ganz zu schweigen von einer guten Dokumentation, dass auch Außenstehende oder Nachfolgende noch irgendwie sinnvoll mit diesen Daten arbeiten könnten. Ja, und so sammeln sich die Papierstapel, Kartierbögen, Dateien und Datenträger an. Und ja, irgendwann wird es unter Umständen schwierig, da noch irgendwas nachvollziehen zu können. Oder überhaupt die nötige Hardware aufzutreiben, um die Daten zu lesen. Kennt das hier noch jemand? Das ist kein Bild aus dem letzten Jahrhundert. Diese Kiste voller Disketten kam bei uns neulich erst bei einer Umräumaktion am Institut zum Vorschein. Das macht dann Spaß, wenn man da hier noch Daten sichern möchte. Ja, jedenfalls, die Idee war nun, besonders eben bei Forschungsprojekten, an denen mehrere Personen beteiligt sind, die erhobenen Daten strukturiert und an zentraler Stelle abzulegen und für alle beteiligten Personen eben einfach zugänglich zu machen. Und dafür haben wir diese webbasierte und, wie wir es nennen, kollaborative Forschungsumgebung entwickelt. Ja, die Grundfunktionen dieser Web-Applikation sind die Online-Definition von Datenstrukturen. Das heißt also das Festlegen der zu ebenen Attribute und Datentypen, eben die Möglichkeit der kollaborativen Datenerhebung, das heißt also, dass mehrere Personen an den gleichen Datenbeständen arbeiten können. Ja, und weitere Eigenschaften sind die niedrige Zugangshürden und Benutzerfreundlichkeit. Gerade wenn es um räumliche Daten geht, wird es ja öfter mal ein bisschen komplizierter. Man braucht spezielle Software, GIS-Kenntnisse und so weiter. Hier ist die Idee eben, dass alle Tools zur Datenerhebung, zur Dateneingabe online zur Verfügung stehen und intuitiv zu benutzen sind. Ja, und schließlich wird eine einfache Datenverfügbarkeit sichergestellt. Die Daten sind für alle beteiligten Personen online zugänglich. Eine Exportfunktionalität sorgt für das Konvertieren in gängige Dateiformate. Und diese zentrale serverseitige Speicherung ermöglicht dann eben einfache und automatisierte Datensicherungen. Ja, das hier nochmal zur Illustration. Es gibt also einen zentralen Ort, an dem alle Daten strukturiert und standardisiert abgespeichert werden. Und die verschiedenen Personen können übers Internet örtlich und zeitlich unabhängig auf die Daten, auf ihre erhobenen Daten zugreifen. Das können räumliche Daten sein. Es gibt aber auch Möglichkeiten, normale, tabellarische Daten einzugeben, aus Befragungen beispielsweise oder sonstigen Erhebungen, Messungen und so weiter. Ja, und diese webbasierte zentrale Datenspeicherung ermöglicht dann eben einen einfachen Datenzugang, einfachen Datenaustausch, Datenkonsistenz und Validität, ganz wichtig. Und allen beteiligten Benutzern steht eben immer der aktuelle Stand der Daten zur Verfügung. Und die Daten, wie gesagt, können dann in jeder Zeit in verschiedene Dateiformate konvertiert und runtergeladen werden, also beispielsweise als Shapefiles, Excel-Dateien oder auch als KML-Datei, um es mal schnell in Google Earth anschauen zu können, wenn keine andere GIS-Software zur Verfügung steht.
Ja, ein paar Worte zum technischen Aufbau. Die Web-Applikation besteht aus einem in PHP geschriebenen Hauptprogramm. Und darüber hinaus kommen uns hier wohl allen recht vertraute Open-Source-Komponenten zum Einsatz. Das Ganze läuft auf dem Apache-Webserver. Als Datenbank kommt Postgres mit der räumlichen Geodatenerweiterung PostGIS zum Einsatz. Es kommen verschiedene andere Open-Source-serverseitige Bibliotheken zum Einsatz. GEDAL beispielsweise wird zur Datenkonvertierung eingesetzt, um also beispielsweise Shapefiles erzeugen zu können. Und im Frontend kommt unser altbekanntes Open Layers zum Einsatz. Und damit kann man dann eben auf verschiedene Kartengrundlagen einbinden oder beispielsweise die Kartendienste von Google Maps, Bing Maps oder OpenStreetMaps mit einbeziehen. Oder wenn man das braucht, wenn man eigene Fernerkundungsdaten hat, neuere Fernerkundungsdaten, genauere, kann man eben auch seinen eigenen WMS oder Teilserver betreiben und diese Daten dann ebenfalls als Kartengrundlage einbeziehen. Ja, essentiell für kollaboratives Arbeiten ist die Einteilung der beteiligten Personen in verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben und Berechtigungen. Dazu gibt es also eine Benutzer- und Gruppenverwaltung, mit der man die Rechte flexibel zuteilen kann. Also normalerweise gibt es also Administratoren natürlich, die für die allgemeine Funktionalität der Web-Applikation verantwortlich sind. Es kann spezielle Datenmanager geben, die also die Datenstrukturen festlegen. Und schließlich gibt es dann in der Regel also verschiedene Gruppen zur Datenerhebung, die also auf verschiedene Datenbestände lesenden und schreibenden Zugriff haben. Denkbar sind auch Gruppen mit ausschließlich lesendem Zugriff, um beispielsweise auch einen Datenaustausch mit anderen Wissenschaftlern zu ermöglichen. Ja, wie sieht nun das Festlegen von Datenstrukturen aus? In der Web-Applikation können sogenannte Datenmodelle angelegt werden. Und diese Datenmodelle beeinhalten dann eben die Eigenschaften und Metadaten. Also beispielsweise, ob es sich um ein räumliches Datenmodell handelt. Wie gesagt, können auch nicht räumliche Datenmodelle angelegt werden. Oder welche Art von Geometrie gespeichert werden soll, was für Basemaps hier eingebunden werden sollen, ein paar weitere Einstellungen, ja, und so weiter. Schließlich werden dem Datenmodell Elemente hinzugefügt. Das heißt, es werden die Attribute mit ihren Eigenschaften festgelegt. Also wie hier zu sehen, eben mit Name, Beschreibung, Datentyp natürlich. Was haben wir noch? Eine mögliche Wertebereich der einzugebenden Werte oder eine Auswahlmöglichkeiten können festgelegt werden. Oder ob die Eingabe hier erforderlich ist oder nicht. Und aus diesen Datenmodellen wird dann automatisch die Datenbankstruktur abgeleitet. Das heißt, beim Erstellen eines Datenmodells wird dann im Hintergrund die entsprechende Datenbanktabelle angelegt und die Datenmodellelemente erzeugen dann die entsprechenden Datenbanktabellenspalten. Ja, und auf der anderen Seite wird auch das Frontend dann aus den Datenmodellen generiert, also speziell die Eingabemasken für die Daten werden aus den Datenmodellen abgeleitet. Und ja, die Datenmodelleigenschaften sorgen dann eben für Datenvalidität. Das heißt, es wird dadurch zum Beispiel sichergestellt, dass auch eine Zahl eingegeben wird, wo eine Zahl vorgesehen ist oder dass diese Zahl in einem bestimmten Wertebereich liegt und so weiter. Ja, wenn sich jetzt ein Benutzer einloggt, gelangt er in sein persönliches Dashboard. Das ist also so eine Art persönliche Schaltzentrale, wie man das öfter so vorfindet. Dort sind die Datenbestände aufgelistet, auf die der Benutzer Zugriff hat. Und entsprechend der Berechtigung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, also zum Beispiel zum Bearbeiten des Datenmodells, zum Bearbeiten der Daten oder bei entsprechender Berechtigung auch zum Bearbeiten des Datenmodells, also der Datenstrukturen, zum Download der Daten und so weiter. Ja, hier zu sehen eine Datenübersicht über einen räumlichen Datenbestand mit Geometrien und Attributen. Und hier eine Eingabemaske zum Hinzufügen oder Bearbeiten eines räumlichen Datensatzes
mit der Geometrie und seinen Attributen. Ja, so sieht die Web-Applikation im Groben aus. Damit wäre ich mit der Theorie erstmal durch und würde jetzt noch ein paar Praxiserfahrungen schildern, die wir bisher mit dieser Web-Applikation gemacht haben. Ja, der erste Prototyp kam letztes Jahr beim Wedges-Projekt zum Einsatz. Bei diesem Forschungsprojekt wurde die Nahrungsmittelproduktion bzw. speziell die Gemüseproduktion und die Handelsströme über Groß-, Einzelhändler bis zum Verbraucher im Großraum Bangkok in Thailand untersucht. An der Datenerhebung war eine Studentengruppe aus Freiburg mit Partnern aus Bangkok beteiligt. Insgesamt waren das etwa 40 Personen, die in verschiedenen Gruppen den unterschiedlichen Fragestellungen nachgegangen sind. Es wurden Haushaltsbefragungen, Kartierungen, Marktanalysen durchgeführt und alle Daten sind über die Webplattform in die zentrale Datenbank eingeflossen. Das hat da schon ziemlich gut funktioniert eigentlich. Das wurde auch dadurch begünstigt, dass in Bangkok die Internetverfügbarkeit ziemlich gut war und die Daten also immer recht zeitnah von den Datenerhebern online eingegeben werden konnten. Eine Gruppe, die sich mit den Großmärkten beschäftigt hat, hat ihre Daten sogar direkt während des Erhebens live über Smartphone eingegeben. Es hat also alles schon ganz gut geklappt. Und war ein guter Start für diese Art des Datenmanagements und für die Web-Applikation. Das nächste Projekt, bei dem diese kollaborative Forschungsumgebung eingesetzt wird und das auch noch läuft zurzeit, nennt sich Urban Food Plus. Hier ist alles schon ein bisschen größer. Neben unserem Institut sind die Universitäten Kassel, Bochum, Göttingen und Partnereinrichtungen in Burkina Faso, Ghana, Kamerun und Mali beteiligt. Es geht um urbane und periurbane Landwirtschaft. Wieder finden Befragungen und Kartierungen statt. Und zudem werden Bodenuntersuchungen durchgeführt, Ertragsmessungen oder auch Warenströme landwirtschaftlicher Produkte. Und wieder geht es darum, eine gemeinsame Datenbasis zu schaffen, auf die eben alle Wissenschaftler zugreifen können. Ja, hier haben wir jetzt das Problem, dass die Internetverfügbarkeit nicht ganz so gut ist wie in Bangkok. Teilweise müssen dann die Papierbögen eben gesammelt werden und an einer anderen Stelle mit besserer Internetverfügbarkeit eingegeben werden. Trotz allem bleiben auch hier die Vorteile dieser zentralen Datenhaltung bestehen, also beispielsweise die Zugänglichkeit der Daten, einfacher Datenaustausch oder die Sicherung und längerfristige Verfügbarkeit der Daten. Ja, nächstes Projekt heißt Vegetables Go to School. Das ist ein neu angelaufenes Projekt, an dem unser Institut zusammen mit dem AVRDC, das ist das World Vegetable Center, beteiligt und dem Schweizer Tropeninstitut beteiligt ist. Es geht um die Einrichtung von Schulgärten in den Ländern Nepal, Bhutan, auf den Philippinen, Indonesien, Tansania und Burkina Faso. Und es soll längerfristig untersucht werden, ob Schulgärten zu einer gesünderen Ernährung der Schulkinder beitragen können. Ja, hier steht die Datenerhebung erst noch am Anfang. Und für dieses Projekt wird diese kollaborative Forschungsumgebung nochmal deutlich erweitert werden, beziehungsweise auch in Teil neu entwickelt werden. Neben den bereits genannten klassischen Methoden der Datenerhebung sollen hier beispielsweise auch Crowdsourcing-Komponenten einfließen, also dass sich zum Beispiel auch Lehrer an der Datenerhebung beteiligen oder zum Beispiel auch Schüler, die Aktivitäten in den Schulgärten dokumentieren. Also hier wird man erst noch sehen, wohin die Reise gehen wird mit dieser kollaborativen Forschungsumgebung. Und damit käme ich allmählich auch schon zum Ende meines Vortrags. Als Fazit kann man auf jeden Fall feststellen, dass ein zentrales, webbasiertes Werkzeug zur Verwaltung von Daten im Allgemeinen sehr hilfreich in Forschungsprojekten ist, besonders wenn eben mehrere Personen daran beteiligt sind, dass sich diese kollaborative Forschungsumgebung durchaus bewährt hat und auch gut angenommen wurde. Und selbst bei mangelnder Internetverfügbarkeit, dass trotzdem die Vorteile einer zentralen, strukturierten und
standardisierten Datenverwaltung bestehen bleiben. Ja, und wir werden diese Art des Datenmanagements auf jeden Fall weiterverfolgen. Und ja, wie geht's weiter? Das Ganze ist ein Work in Progress natürlich, nur eine Momentaufnahme. Es gibt viele Ideen und auch vieles zu tun. Ein Datenimport wäre natürlich eine tolle Sache, um auf einfache Weise Shapefiles, CSV-Dateien, Excel-Dateien und so weiter importieren zu können. Unterstützung von Rasterdaten wäre auch eine interessante Sache, jetzt auch im Zusammenhang mit den Möglichkeiten von PostGIS 2. OpenLayers 3 wird sicher auch bald Einzug halten. Tools zur Online-Datenanalyse wären auf jeden Fall natürlich eine nette Sache. Oder auch weitere Möglichkeiten der Online-Visualisierung und Präsentation wären denkbar. Und auch eine spannende Sache, spannendes Thema, Offline-Tools, zum Beispiel Smartphone-Apps, mit denen sich auch in Gegenden ohne Internetverfügbarkeit die Daten direkt eingeben lassen und die man dann anschließend mit der Web-Applikation synchronisieren kann und so weiter und so fort. Langweilig wird es uns auf jeden Fall nicht so schnell werden mit dieser Geschichte. Und ja, damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Wenn es interessiert, der kann sich eine Demo-Installation unter dieser Adresse geocre.net anschauen. Dort kann man sich anmelden, stehen ein paar Datenbestände zum Rumspielen zur Verfügung. Und ansonsten steht der Source Code auf GitHub zum Runterladen, Klonen und Forken bereit. Und ja, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und falls noch Zeit ist, würde ich mich freuen über Fragen und Kommentare. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Vortrag, für das perfekte Zeitmanagement. Also wir haben sicherlich noch Zeit für Fragen. Also das Mikrofon verstärkt nicht, sondern das ist nur für die Tonaufnahme. Für diejenigen, die eine Frage haben, hier vorne eine. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, du hast gerade gesagt, dass die Zukunftsaussicht bei diesem Datenimport CSV und so beinhaltet. Wie ist denn das im Moment? Also in welcher Form wird das eingegeben und müssen die Leute da stark geschult werden oder dass das alles sauber läuft? Also im Moment ist es so gedacht, es ist eigentlich ein Datensammeltool, Online-Dateneingabetool. Die Daten werden also online eingegeben und dann gibt es eben Möglichkeit zum Datenexport. Schön wäre aber, wenn man irgendwelche Hilfslayer und so weiter bräuchte, irgendwelche Begrenzungen und so weiter, dass man oder auch andere Daten einfach, dass man die auch genauso gut schnell hochladen könnte. Der Fokus ist auf Einfachheit, also das soll eben gerade möglichst simpel zu bedienen sein. Das sind Leute, das sind aus ganz verschiedenen Hintergründen, das sind nicht unbedingt GIS-Leute. Wir haben hier Ethnologen, Geografen, Agrarwissenschaftler und die sollen die Idee war eigentlich auch möglichst ohne Laptop und irgendwo, wo man hat Internetcafé, kommt man mit seinen Papierbögen beispielsweise ein, loggt sich ein, gibt einfach die Daten ein. Also Fokus lag hier auf Einfachheit. Das wäre nur noch eine nette Sache, dass man eben auch zur Verwaltung und so weiter auf einfache Weise eben Daten importieren könnte. Ja, vielen Dank. Interessanter Vortrag. Ich interessiere mich im Rahmen meiner Masterarbeit auch ein bisschen für die Thematik. Grundsätzlich erstmal eine technische Frage. Wer oder wie viele Techniker sozusagen arbeiten an der Entwicklung? Ist das nur in-house oder habt ihr da noch Hilfe von außerhalb? Und wie ist da die Performance auf der Serverseite? Also da gibt es ja recht Vielzahl von Möglichkeiten, die man da sozusagen angehen kann. Wie sind da eure Erfahrungen in dem Betrieb mit mehreren Usern? Und ist es möglich, einen freien Zugriff lesend auf Daten freizugeben? Das heißt also quasi auch für Leute außerhalb des Instituts freizugeben oder der Öffentlichkeit unter Umständen sogar. Ja. Erste Frage war, glaube ich, so die Größenordnung von dem Projekt. Ist also noch ziemlich klein, muss man sagen. Ist bisher nur an unserem Institut. Beschäftigt sich, es war in diesem ersten Thailand-Projekt war das eigentlich meine Masterarbeit, der Prototyp. Jetzt sind wir so 2-3 Leute, die da dran rumbasteln. Also trotzdem, also eine kleine Sache kann man sagen. Performance-mäßig hängt natürlich davon ab, wie groß die Zugriffszahlen sind. Wir haben hier natürlich immer eingeschränkt. Das ist nicht eine Sache, wo tausende Leute darauf zugreifen, sondern in dem einen Projekt waren es ja 40. Jetzt sind es in dem nächsten Projekt sind es vielleicht so zwischen 50 und 100. In Zukunft müssen wir bei größeren Projekten werden es dann vielleicht auch mal 1000 oder so. Aber es ist immer ein abgesteckter Benutzerkreis. Insofern hat bisher keine großen Einschränkungen für uns gebracht.
Das andere war, glaube ich, Datenverfügbarkeit. Ja, das ist ganz wichtig. Man kann also problemlos auch Gruppen, Benutzergruppen, Besuchergruppen, wie auch immer, einrichten, die nur lesenden Zugriff haben. Man kann sich dann eben auch einloggen und sich hier eben die Datensätze online anschauen oder runterladen, ohne irgendwas daran verändern zu können. Also das war von Anfang an ein wichtiges Feature und das ist auch so einfach zu realisieren und implementiert, ja. Die Software mittlerweile in verschiedenen Projekten eingesetzt worden ist. Können Sie kurz Ihre Strategie zum langfristigen Erhalt und zur langfristigen Bereitstellung der Forschungsdaten erläutern? Das ist erste, also Langzeitverfügbarkeit ist natürlich nochmal ein anderes großes Thema. Da möchte ich mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie ich es am Anfang geschildert habe, wir wollten erstmal wegkommen von diesem, dass jeder irgendwie so in seinen Excel-Tabellen rummacht. Und da die Excel-Tabellen werden dann geändert noch und irgendwas und dann sind eben doch irgendwie nicht die richtigen Werte drin und schreibt einer doch irgendwelche Texte in Felder, wo eigentlich Zahlen vorgesehen sind. Das war erstmal die Grundidee. Das war so oft die Situation, dass die Leute kamen dann an und jetzt musste man erstmal wieder gucken, wie bringen wir das irgendwie zusammen. Und also die einen verwenden dann hier Excel und was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen. Andere tippen das Ganze in irgendein Word-Dokument rein. Mit dem wollten wir erstmal aufräumen. Dadurch, dass es jetzt serverseitig ist, können wir zumindest mal, haben wir das Ganze in der PostGIS-Datenbank, können hier Cronjobs laufen lassen und das Ganze sichern und backuppen. Langzeitverfügbarkeit ist natürlich nochmal ein anderes großes Thema. Wir haben ein anderes Projekt bei uns, das ist ein bisschen weniger Geo, aber da wird also tatsächlich mit der Uni-Bibliothek zusammen Strategien zur Langzeitverfügbarkeit ausgearbeitet. Das ist hier so noch nicht drin. Hier ging es uns erstmal darum, die Daten überhaupt strukturiert an einer Stelle vorliegen zu haben und eben sichern zu können. Ja, hallo. Was mich am meisten interessiert hat an dem Vortrag war, ein Datenmodell selber bestimmen zu können. Kann man da auch komplexere Datenmodelle erstellen? Also zum Beispiel Beziehungen über Foreign Keys oder? Also es gibt einfache Möglichkeiten von Beziehungen. Es gibt eine einfache 1:1 und 1:n sind möglich. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn ich hier, ja, also ich kann eine Tabelle, beispielsweise hatten wir das mit, wo Felder kartiert wurden. Das sollte dann angegeben werden, was auf den Feldern angebaut wird. Und da haben wir eben eine andere, eine Anbauprodukte-Tabelle angelegt, die auch gepflegt wurde. Die eine Gruppe hat dann geguckt, was wird überhaupt hier angebaut, was gibt es auf den Märkten und so weiter, hat in diese Tabelle ihre Daten reingeschrieben. Und die Kartiergruppe hat dann eben, da gibt es dann so eine, es gibt dann hier so eine Art Live-Search, wenn man da tippt, wenn das verknüpft ist und dann ist das eben mit dem richtigen Datensatz verknüpft. 1:n ist auch möglich, zum Beispiel, wenn man irgendwie mehrere Besitzer hatten wir hier teilweise. Ein Feld gehört mehreren Besitzern und unterschiedlich wie viele. Ist ein bisschen umständlich in der Eingabe, also muss man erstmal den Elterndatensatz anlegen, dann kann man dem hinzufügen, die Besitzer dieses Feldes, ist aber auch möglich. Also eine einfache Art 1:1, 1:n Verknüpfungen sind schon möglich, aber noch optimierungsbedürftig ein bisschen teilweise. Noch eine Frage zu der Neuentwicklung. Was war der Anlass, das ein neues System zu schreiben? Wir hören jetzt gleich noch über GeoNode und es gibt BevData und es gibt vom OKFN kollaborative Datenmanagement-Werkzeuge. Warum gibt es jetzt eins aus Freiburg? Ja, wir haben uns natürlich auch ein bisschen angeschaut, was es so alles gibt. Aber so nicht so richtig das einfache System, was für den Benutzer einfach wirklich simpel ist, wo er sich hier einloggt und findet da sein Formular vor, mit der Karte oder auch ohne, je nachdem, was für Daten es sind. Er kann das da eingeben und dann ist fertig. Also diese einfache Benutzeroberfläche, die haben wir so in unserer Recherche. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Vielleicht gibt es sowas, aber das haben wir so nicht gefunden bisher, dass man wirklich so wirklich einfach bereitstellen kann, so ein Tool. Wir sind ja hier, um voneinander zu lernen. Genau, vielleicht. Dann gibt's da noch so eine Idee. Bin ich gespannt. Ja, hallo, guten Tag. Du hast vorhin angesprochen, Versorgung mit WMS. Also ich habe da die Möglichkeit, externe WMS einzubinden zur Grundkartenversorgung. Ja. Das richtig verstanden? Genau, also ich kann, vielleicht kann man das hier mal schnell, ich kann hier einfach angeben, meine Basemaps, und die kann ich beliebige, hier sind jetzt irgendwie Google
Bing und so weiter. Hier könnte ich eben auch einen eigenen, wenn ich Geo-Server oder sowas laufen habe, könnte ich darüber eben auch, müsste ich hier die entsprechenden Zugangs, die URL und so weiter, die Eigenschaften hier angeben und hätte dann meine eigenen Kartengrundlage hier eingebunden. Okay, vielen Dank. Das war ein informativer Vortrag. Wir haben auch gesehen an der doch Vielzahl der Fragen, dass das auf Interesse gestoßen ist. Es besteht sicherlich im Anschluss noch die Möglichkeit, darüber zu reden. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wir kommen dann gleich zum nächsten Vortrag. Nochmal ganz kurz die Erinnerung, Fragebögen. Danke schön.